Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin von Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und heute geht es um Internetbetrug. Ja. Wie ich dazu komme? Na, ich bin doch IT-Lehrer, ja. Elektrotechnik, Informatik und so. Und im Internetbusiness sowieso seit 1990 oder so, also ganz von Anfang an. Okay, und ich habe natürlich auch miterlebt, wie dann zum Beispiel Plattformen wie eBay und ähnliche andere so langsam groß wurden, ne? Und am Anfang konnte man eigentlich, finde ich, noch nicht so richtig ahnen, was das für ein Chaos wird, ne? Oder werden könnte, was wir da heute haben. Und sagen Sie, Betrug? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So ganz easy, ich kaufe irgendwas, wird mir geliefert, bezahle ich, okay. Aber sobald Sie Anbieter werden, na, dann wird das Ganze gleich unseriöser, ne? Weil da gibt es dann Leute, die schicken Ihnen als Antwort natürlich über die App, zum Beispiel eBay Kleinanzeigen, eine Antwort, in der steht dann drin: Kommunizieren Sie mit mir bitte über WhatsApp weiter. Da steht eine Telefonnummer drin und das habe ich dann einfach mal gemacht mit diesem einen Artikel. Ne? Das sah erstmal ganz okay aus, dachte ich, na gut, irgendwie ein bisschen komisch die Person. Ich habe dann also auf WhatsApp weiter kommuniziert und geschrieben: Hallo, hier ist der Bormann von eBay Kleinanzeigen. Dann habe ich ein bisschen was geschrieben zu dem Produkt, was ich da verkaufe und meine Kontodaten angegeben. Ja, und dachte dann, das würde jetzt laufen. Was kam als nächstes? So etwas hier. Okay, danke für deine Info. Es ist Sascha Zoller von eBay. Also, was ist dein Endpreis plus die Versandkosten zum Haus meines Neffen in Deutschland? Sag mir, und ich möchte, dass du hilfst, das Paket als Geschenk an meinen Neffen zu schicken, weil ich in den USA bin und für eine Geschäftsreise, okay? Also jetzt sollten alle Alarmglocken angehen, ne? War dann auch so. Also die Adresse dieses komischen Neffen wurde dann auch gleich darunter geschrieben, ne? Okay, will ich jetzt mal nicht so lange hier reinhalten. Ich nehme mal an, das ist eine Person, die weiß noch gar nichts von ihrem Glück, dass sie da gerade abgezockt wird, ne? Weil wenn dieses Paket dort hingeschickt wird, bin ich ziemlich sicher, dass es abgegriffen wird auf dem Weg dorthin. Wie auch immer, da gibt es verschiedene Methoden. Dazu will ich mich jetzt hier nicht auslassen, ne? So, dann habe ich einfach nur geschrieben, auf diese Mail, geht klar, Preis ist inklusive Versand, weil der hatte danach gefragt, was der Versand extra kostet. Geht sofort raus, sobald das Geld auf dem Konto eingegangen ist. Und ja, was ist dein Endpreis, kommt da wieder als Antwort. Ne? Also, sehr seltsame Kommunikation. Ich habe dann den Preis einfach wiederholt, den ich auf der Seite genannt habe. Okay, gut. Ich möchte, dass Sie vor dem Versand eine Steam-Geschenkkarte in Höhe von 200 Euro in das Paket aufnehmen, damit ich der Zahlung zusätzliche Euro hinzufüge. 200 Euro für die Geschenkkarte und 20 Euro für den Versand durch DHL und mich wird auch 50 Euro für Benzin und Stress hinzufügen, damit Sie mir helfen könnten, es nach der Zahlung zu bekommen. Also lassen Sie mich wissen, wie viel ich insgesamt für alle überweisen werde, bitte. Also wieder unmögliches Deutsch. Ich habe dann geschrieben, ich werde das Paket so verschicken, wie Sie es möchten. Plus die Steam-Karte ist gleich so und so. Geht klar. Ne? Schreibt er zurück, okay, gut. Kann ich Ihre Bankdaten haben? Bankdaten hat er links, ne? Aber was er jetzt haben wollte, ist IBAN, BIC, vollständigen Namen, Banknamen und E-Mail-Adresse. Da dachte ich, hä, E-Mail-Adresse, was soll denn das? Und dann habe ich ihm also diese Daten nochmal wiederholt. Und auch die E-Mail-Adresse geschickt. Okay, kein Problem. Ich werde dir die Zahlung in den nächsten 2 Stunden oder 1 Stunde leisten. Daraufhin, ich danke. Da kommt dann... Aha, super. Jetzt hat er also sich wirklich die Mühe gemacht, hier seine ganzen Nachrichten hier nacheinander zu löschen, dass ich sie nicht mehr lesen kann. Ja. Also...
Es war aber ziemlich klar, dass das Zeugs hier alles total unseriös ist. Schade, dass diese Nachricht weg ist. Ich hätte ihn mal gleich hier screenshotten sollen, ja. Ja, sobald du die SIM-Karte dahin geschickt hast, wird das Geld freigegeben und. Er hatte mir tatsächlich über die E-Mail-Adresse eine Verifikation zukommen lassen. Nee, Quatsch, eine Bezahlungsbestätigung geschickt, die von einer Bank stammen sollte. Aber die E-Mail-Adresse zum Beispiel, die da drin enthalten war, die nannte sich dann ungefähr bank@gmail.com, ne? Ist natürlich keine gültige E-Mail-Adresse für jemanden, der irgendwie Geschäfte über eBay Kleinanzeigen macht. Also, ich habe ihm dann geschrieben, hatte ich das schon hier? Sobald das Geld auf meinem Konto verbucht wird, geht das Paket auf die Reise, danke. Da kam dann irgendwie, ja, jetzt brauchst du nur noch dies und das und jenes tun, lalalala. Ich habe ihm dann geschrieben, die Verifikation der Bestätigungs-E-Mail durch mein professionelles Handelssystem untersagt mir, mit Ihnen Geschäfte zu tätigen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich werde an einen anderen Interessenten verkaufen. Ihr Geld bekommen Sie selbstverständlich umgehend zurücküberwiesen, sobald es eingeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da niemals Geld eingehen wird, na, weil einfach die Bestätigungs-Mail von dieser Bank schon total unseriös war. Und dann kam da noch irgendwie was. Ich glaube, das war das Ding mit, jetzt müssen Sie noch dies und das und jenes tun. Aber wie gesagt, die Nachricht kann ich jetzt leider nicht mehr vorlesen, weil er sie gelöscht hat. Ja. Ich habe dann noch drunter geschrieben, auf Nimmerwiedersehen und einen schönen Tag noch. Jetzt ist mir schon klar, dass er als Betrüger aufgeflogen ist. Ne? Was er natürlich jetzt noch nicht weiß, doch meine Mail ist, dass ich jetzt vorhabe, diese Story ihn brühwarm zu erzählen, damit sie nicht reinfallen auf eBay Kleinanzeigenbetrüger. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt bestimmt auch ganz viele andere Beispiele, wo sie abgezockt werden können. Ja, so sieht das denn aus. Also, es ist ein komplett wirres Zeugs, was da kommt. Dear Rüdiger Bormann, you've received wire transfer of bla bla bla. Ich habe jetzt also angeblich Geld bekommen. Ne? Also, und es ist auch schlecht formatiert hier in meiner App. Ne? Also, das, was da kommt, das sieht nach nichts aus. Komplett unseriös. Also, ich hoffe mal, oder sowas macht man auch längst nicht mehr hier, irgendwelche blinkenden Anzeigen, wo sich irgendwas bewegt und Prozentzahlen und jetzt sind sie fast fertig, sie haben schon 99% erledigt, sie müssen nur noch, ne? Bin ich hier ein Computerspiel oder was? Was soll der ganze Scheiß, ne? Also, ich glaube, ich habe Ihnen die ganze Story erzählt, da fehlt nichts, oder? Also, wenn sie irgendwelche Sachen verkaufen, ich glaube, der wichtigste Tipp aus dieser Erfahrung ist, lassen Sie sich nicht ein auf Kommunikation über andere Plattformen als die, über die Sie traden. Weil die Handelsplattformen selber stellen schon mal sicher, dass diese Spammer und diese Betrüger rausfliegen, weil sie selbst entsprechende Filter aufgesetzt haben. Das heißt, wenn ich diese Unterhaltung hier geführt hätte über die eBay-Plattform, ich glaube, das wäre eBay aufgefallen. Und vor allen Dingen hätten sie den kompletten Informationsaustausch gesichert und als Betrugsnachweis auch verwenden können, um diese Geschäfte in Zukunft zu unterbinden. Die hätten den Betrüger sozusagen sofort am Arsch. Ne? Also jeder, der irgendwie Geschäfte macht über diese Plattform, bestenfalls nochmal ein Telefonat hinterher, aber keine schriftlichen Informationen austauschen hier über WhatsApp. Ja, das ist keine Handelsplattform. Das ist auch kein Standard-Kommunikationstool für Profis, sondern das ist ein privater Chat, okay? So. Und was ist der nächste Hinweis, den ich jetzt noch wichtigerweise gegeben habe? Wenn Sie irgendwas über E-Mail machen und Sie bekommen solche Verifikationsmails, ne, gucken Sie wirklich auf die E-Mail-Adressen, ne, ob die überhaupt valide sind, ob die
überhaupt gültig sind, ob das E-Mail-Adressen sind, die zu so einer Bank gehören. Eine Bank, ne, wie Deutsche Bank oder Commerzbank oder sowas, die haben dann zum Beispiel commerzbank.de oder deutschebank.de oder sowas, ne. Davon kann man ausgehen, dass es zumindest halbwegs seriös aussieht, ne? Mindestens halbwegs. Es sollte komplett seriös und professionell aussehen. Wenn es das nicht tut, dann sind starke Zweifel angebracht. Okay? Gut. Alle Alarmglocken geschärft. Für Betrug jeder Art. Dann bin ich jetzt fertig. Schönen Tag noch.